Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Goldwasch hier beim Schmied, wo wir gerade unsere dicken, fetten Goldbarren produzieren. 2x78 oder nee, 2x72. 2x72 Unzen haben wir schon im Anhänger liegen und die letzte Granate kommt gleich. Es sind nochmal so 40 Unzen. Hallo Blackbird. Und dann geht es zum Verkaufen. 39,8 Unzen. Wollen wir das jetzt schon verkaufen oder wollen wir das noch? Wollen wir noch einen besseren Goldpreis spekulieren? Das können wir natürlich auch machen. So, ich habe mal gerechnet. Gerechnet, was eventuell nachher passieren wird. Arnold will ja ein bisschen Kohle haben, dafür, dass wir 104 Unzen bei ihm aus dem Boden gezogen haben. Und ich habe ausgerechnet, der Unzenpreis, der reine Unzenpreis für das, was er bekommt, wären 15.030 Dollar. Also Möglichkeit A ist, wenn wir Gold haben, was wir jetzt nicht mehr haben, zieht er uns die Unzen direkt ab. Das sind 31,2 Unzen. Wenn wir das nicht haben, zieht er uns Geld ab. Jetzt war die Frage, zieht er das Geld für die Barren ab oder zieht er das Geld für die Unzen ab? Der Unzenwert ist wie gesagt 15.030 und der Barrenwert wäre 37.564. Und ja, bei den Barren, da müssten wir jetzt noch runterrechnen unseren Verlust und unseren Geldeinsatz. Aber selbst wenn wir das runterrechnen, die 10% Verlust und nochmal das, was wir da bezahlen müssen, kommen wir, glaube ich, auf einen wesentlich besseren Wert, als wenn wir ihm einfach die Unzen geben. Gehe ich von aus. Alter! Tut immer so weh, hier zu tanken. Die Karre, 101 Dollar. Junge, Junge, Junge. Ist aber auch wieder teuer. Wie viel ist eigentlich eine Gallone in Liter? Weiß das einer? Weiß doch mit Sicherheit einer. Hier schon Stecker umgemäht habe, ne? Einmal volltanken bitte, genau. Einmal volltanken ist hier echt teuer. So, jetzt fahren wir erstmal zum Maschinenhändler und gucken uns erstmal an, was wir hier so benötigen an Wert und ob wir da geldtechnisch irgendwie rankommen. Ich warte mal, eine Sache gucken wir jetzt noch. Und zwar gucken wir, wie viel wir für die Goldbarren aktuell bekommen würden. Circa 4,5 Liter ist eine Gallone, okay. Okay. So, wir würden aktuell bekommen. Die Börse ist bei 1204. Okay. 86.000, 86.000, 47.000. Das sind schon mal weit über 200.000. 200 und, abrechnen, 220.000 ungefähr. 220.000. Plus die 46.000 sind wir bei 260.000 roundabout. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Danke für dein Abo, lieber Runner. Im vierten Monat bist du schon. Wahnsinn. Wahnsinn. Da sieht man schon langsam Bäuchchen. Sei gegrüßt. So, jetzt bin ich mal gespannt mit 260.000, wie weit wir da kommen würden, theoretisch mit unserer neuen Waschanlage. Also, wir können ja mal gucken. Es gibt ja hier so ein lustiges Notizbuch. Da gibt es hier lustigen Reiter Waschanlage. Was wir da alles brauchen. Die Frage ist, wie wir das Zeug da reinkippen. Also wir brauchen auf jeden Fall, brauchen wir 462.000. Sind die noch ganz bei Trost? Kiespumpe. Welcher war das denn, den wir brauchen? Irgend so ein Zerkleinerer, so ein Crusher. Ein Rüttler. 91.200. Den brauchen wir. Den brauchen wir. Dann sind wir bei 91.000. Dann brauchen wir die Trommel. Die kostet 248.000. 248.000 kostet diese Trommel.
Gibt's hier noch eine andere? 28.800. Ah, das ist die hier. Hä? Haben die hier umgebaut? Kam Upgrade, was ich nicht mitgekriegt habe. Das stand noch mal hier vorne. Die haben umgebaut hier. Kam echt ein Upgrade, ne? Ja, heute. Ach so. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Eventuell Teil der Anlage mieten. Die Mietkosten sind nicht hoch für die T3. Ja, aber wenn wir schon mal 260.000 Chips haben, finden wir auf jeden Fall... Alter, was ist das denn? 1,1 Millionen? Was ist das? Ist ja krank. Okay, pass auf. Wir brauchen diese Trommel. Das sind 28... Wir sagen mal 30.000. Das sind 30.000. Dann brauchen wir dieses Teil hier. 30.000 und 90.000. Gold Nagetato Rohr ist im Sonderangebot. 96%. Ah ja. Sind 120.000. 120.000 für Trommel und dieses Teil. Dann brauchen wir hier diverse Waschrinnen. Das ist einmal die hier. Und ich glaube zweimal die hier. Sind aber nicht viel. Vielleicht können wir uns das Ding schon komplett leisten sogar. Okay, warte mal. Wir müssen gucken. Mal ein bisschen. T5-Anlage ist das. Alter Verwalter. Wir brauchen auf jeden Fall von den Duplex-Chicksen hier, brauchen wir zwei Stück alleine. Die kosten schon 40.000. Das sind 80.000. Plus die 120.000 sind wir bei 200.000. Wir sind schon fast am Ende hier. Dann brauchen wir Schürfmatten, brauchen wir auch noch. Das sind die hier, glaube ich. 360, da brauchen wir, glaube ich, 12 Stück von. Das sind auch nochmal 4.000. Das sind nicht vergessen. Dann brauchen wir hiervon, brauchen wir auch 4 Stück. Die kosten 3.100, das sind auch nochmal 12.000. Also ich glaube, wir könnten so gerade eben, könnten wir mit unserem Geld, was wir jetzt aktuell besitzen, uns das Zeug kaufen. Zumindest für die Anlage. Dann haben wir aber weder Wasser bei dem Ding, noch Strom bei dem Ding. Und Strom wäre schon geil, wenn wir da hier auf den fetten Stromgenerator aufsetzen könnten. Ne? Dann kostet 45.600, großer Stromgenerator. Muldenkipper. Aber wir müssen ja auch noch bedenken, jetzt kommt ja auch noch der alte Arnold und will Cola haben, ne? Das müssen wir auch noch runterrechnen. Aber wir sind noch nicht so ganz. Wir bräuchten, glaube ich, so 300.000, damit wir uns wirklich das Zeug kaufen können. Und theoretisch bräuchten wir auch noch einen Förderbandtrichter und ein Förderband, um das Zeug darin zu laden. Weil ansonsten müssten wir das nämlich mit einem Frontlader machen und mit dem Frontlader ist echter Müll. Weil es dauert ultra lange. Wir müssten das halt mit einem Muldenkipper machen. Das wäre der hier. 110.000. Alter, was kostet der denn in der Miete? 4.400. Was kosten diese Duplex-Jigse in der Miete? Lass mal gucken. Ich weiß gar nicht, was an den Maschinen hier so teuer ist. Warum kosten die 40.000? Die könnten wir uns für 3.200 tatsächlich mieten. Dann könnten wir uns alles kaufen, bis auf die Dinger hier. Die würden wir mieten. Ginge, oder? Aber dann haben wir hier schon... Müssen dann echt klarkommen, ne? 3.200 durch die Miete. Dann haben wir den dicken Bagger als Miete. 44k noch über. Okay. Der hat 3.000. Das läppert sich. Und dann müssten wir theoretisch... Ne, wir können ja das Förderband dann eh nicht. Das war ja noch gar nicht mit eingerechnet, ne? No risk, no fun. Allein das Ding hier kostet 110.000 oder so. Krass. Wollen wir schon mal ein paar Sachen kaufen? Ne, wir müssen mal das Geld noch behalten. Wir müssen mal noch warten, bis hier... Okay, wir wissen aber schon mal Bescheid, was uns der ganze Kladderadatsch kostet. Und da kommen ja noch was... Die kleinen Sachen, die werden sich auch läppern, ne? Schläuche und Kabel und was nicht alles. Eine Wasserpumpe brauchen wir auch. Alles mieten. Ah, genau, Ordinator. Genau. Und dann?
Gehen jetzt erstmal pennen und gucken, was der Tag so bringt. An Minus. Wer einfach sein Gold hier spazieren fährt. Drei so Barren auf der Ladefläche. Über Stock und Stein. Guck mal, das ist gut geshaked hier, der Sprit, wenn der ankommt. Hui. Vielleicht gibt es Reifenplatzer, dann war es das hier. Masse in der Anlage, ca. 50 Unzen pro Durchlauf. Zeitaufwand nicht so hoch. Wie mit der mobilen. Eis. Machst du das denn mit Muldenkipper und Radlader? Mit Muldenkipper und Bagger oder mit normalen Radlader? Weil Radlader, ich habe das damals gemacht mit dem Radlader, ich fand es ultra umständlich, mit dem Radlader da unten reinzufahren, rückwärts wieder rauszuwenden, das da oben rin zu kippen und wieder runterzufahren. Das hat einfach so lange gedauert, bis da mal die erste Ladung fertig war, dass ich mir gedacht habe, mit der mobilen Waschanlage und einem Bagger bist du deutlich entspannter und schneller. Muldenkipper und Bagger. Ja, das ist halt schon teuer, ne? Du brauchst halt auch das Förderband, was nicht gerade günstig ist. Achso, Licht aus. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. 37.500. Da könnten wir jetzt noch runterrechnen. Das wären 30 Unzen. Wie viel wird das ungefähr kosten? Also 3.000 plus nochmal 10% Verlust. Nochmal 3.700, 6.100, 30.000. Okay, wir werden sehen. Schlafen bis zur Dämmerung. Er hat tatsächlich die 37.000 abgezogen. Die Sau. Die alte Sau. Ja, ich habe nicht so falsch gerechnet. Ich war nur ein paar Dollar daneben. Oh, Alter, das war halt schon ein happiger Tag hier. 40.000 Chips sind mal eben weg. Alles klar. Also. Erkenntnis des Tages, es lohnt sich nicht, das Zeug vorher zu Gold zu machen. Es lohnt sich nicht. Ja, das ist 6.000, Alter. 200.000 am Gold im Kofferraum, das war's. Mehr haben wir nicht. Ich hab gedacht, wir hätten mehr. Aber nö. Naja. Weil du mit 104 Unzen gerechnet hast und nicht mit 103,965. Ganz genau, Knull. Daran wird es gelegen haben. Hast du recht. Jetzt, wo du sagst, ist es mir eingefallen. Oh Mann. Ja, pass auf. Wir machen mal eine Sache. Wir können ja, glaube ich, in unserem Zelt, da gibt es ja so ein Tablet. Da müssen wir sowieso mal dran gehen. Da gibt es tolle Sachen zu entdecken. Was hast du denn mit dem Geld angeschafft bisher? Naja, Shepard, noch nix. Ich habe das Geld ja quasi noch in Goldform da liegen. Gerade habe ich 40.000 dafür gelatzt, dass ich existiere. Wollen wir die Arbeiter mal entsperren? Entsperren? Immer noch? Ja. Du bist ja schnell. Wer soll das denn heißen? Börse. Boah, wie der Goldkurs in den Keller gegangen ist jetzt. Der war auf 1204. Geht der jetzt echt so schnell runter, weil ich so viel verkauft habe, oder was? Aber naja, gut, das sind am Ende des Tages auch nicht viele, ne? Ey, lass mal 190.000 Dollar Kredit aufnehmen und 280.000 an Zinsen bezahlen. Dein Satz war in einer Folge, Geld muss arbeiten. Ah, du passt auf, mein Freund, du passt auf. Geld muss tatsächlich arbeiten. Ach komm, wir auf den Scheiß, komm weg damit. Weg damit!
Geld. So, 226.105 Mäuse auf der Hand. Und jetzt geht's. Gehen wir shoppen. Wir gehen shoppen. Wir kaufen uns jetzt das Zeug, was wir kriegen können. Und fertig. Und fertig. Und fertig. Und fertig. Kaufen jetzt einfach so lange, bis Geld alle ist. Und dann schürfen wir so lange, bis wieder Geld da ist. Und dann gehen wir wieder kaufen, bis Geld alle ist. So einfach geht das jetzt hier. So. Weil es so cool ist, nehmen wir den Hänger natürlich mit. Weil könnte ja sein, dass der Sprit unterwegs alle geht. Nein, natürlich nicht, denn das wir hier stehen. Miete ist Ordinator. Das können wir uns nicht leisten. Wie viel soll ich noch bezahlen hier? Der Arni, der will hier Kohle haben für jedes geschürfte Goldklümpchen. Will er 30% haben, was voll der Wucher ist. Dann soll ich hier Zehntausende pro Tag an Miete bezahlen. Wie soll ich mir das leisten? Die kleinen Sachen direkt kaufen, ein oder zwei große Maschinen mieten. Ja, ich habe ja schon gesagt, die Duplex-Chickse da, die zwei für 80.000, die könnte man schon mieten. Aber wir müssen mindestens diesen Kreditbetrag oder diesen Mietbetrag am Tag erwirtschaften, ne? Also das ist nicht wenig. Und wir müssen alles mit rausrechnen. Das heißt, wenn der Arni 30% kriegt, wenn wir da, keine Ahnung, 15.000 Miete am Tag bezahlen, dann müssen da schon mal mindestens 15, 20 Unzen am Tag rauskommen. Dann gehen da noch 30% von weg. Da bleibt nicht mehr so viel übrig. Da müssen mehr, da müssen 30 Unzen am Tag. Nur für die Kostendeckung, das ist schon hart. Da muss noch Sprit bezahlen. Erstmal den Bagger kaufen. Nee, würde ich nicht. Der Bagger 78.000. Ich glaube, bis der sich rentiert, das dauert. Das dauert, weil wir zahlen halt nur unsere 2.700 am Tag Miete, ne? So, also Trommel. Die ist teurer. Warum ist die teurer geworden? Warum ist sie... Was? Warum ist das Zeug teurer geworden? Willst du mich verarschen? Hä? 12 Dollar mehr. Warum kostet das Zeug auf einmal mehr? Habe ich irgendwas verpasst? Beantrage Hartz IV, bist besser dran. Ist echt so. Je näher der Sommer kommt, desto teurer werden die Geräte. Ehrlich? Ehrlich? Das ist ja hier locker ein Aufschlag von 2%. Wahnsinn. Hinzufügen. Weine, ey. So, kaufen wir erstmal hier das ganze Rindgedöns, so was wir da alles brauchen. Hiervon brauchen wir zwei. Nehmen wir das jetzt mal mit. Was ist das hier? Da brauchen wir auch eine von. Förderband. Förderband. Großer Kraftstoff statt 19.000. Rüttler. Ah, den kaufen wir auch. 90.000. Black Jigse. Die haben wir gesagt, mieten wir, ne? Mieten. Kaufen wir auf jeden Fall mal den großen Tank. Den da? Warum? 20.000 ausgeben? Nähmobile sind im Sommer dagegen günstiger. Ah, alles klar. Wollen wir gerade Kassensturz mal annehmen. Schauen, wo wir stehen. Back out. 128.000. Okay. 128.000. Das heißt, wir hätten noch theoretisch knappe 100.000. Stromgenerator kaufen. Und... Tank kaufen. Macht wahrscheinlich Sinn, den Tank zu kaufen. Wir bräuchten theoretisch noch die Förderbänder. Äh,
Aber da würde ich noch mit warten. Weil die würde ich eventuell auch mieten wollen. Okay. Okay, okay, okay. Brauchen wir jetzt sonst noch was? Ne, erstmal nicht, ne? Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Wasserpumpe, eine große. Ja, der Transport wird auch noch lustig. 194.000, echt so viel, Alter. Was kostet denn da die Transport? Das ist ja auch nochmal wie viele Tausende, ne? Ja, wir lassen den Kraftstofftank erstmal weg. Tenchi folgt mir nach gefühlt 1000 Jahren. Tenchi! Ist das nicht? Das ist ja der Wahnsinn. Bin begeistert. Die Matten, ja, wir müssen noch einiges. Oh, das wird so viel. Wir lassen den Stromgenerator auch nochmal weg, oder? Es ist so traurig. Wir könnten das auch mit kleinen Maschinen machen, oder? Wir könnten das, glaube ich, auch mit kleinen Maschinen machen. Wir bestellen das jetzt. 128.000. Wir müssen erstmal gucken, dass wir müssen das Zeug erstmal darüber kriegen. Gucken, was der Spaß jetzt kostet. So, Trommel 1000. Waschrinne 200. Waschrinne 125. Waschrinne, keine Ahnung. Okay. Ist doch nicht ganz alter. Nochmal 5200, nur um den Scheiß dahin zu kriegen. Da müssen wir auch noch die Parzelle. Wir müssen ja auch noch die Parzelle verbessern, damit wir überhaupt mehr Fahrzeuge, wenn wir damit mit Radlader und. Ach du Mann. Ja, bewege ich mal. Und zack, sind es nur noch 92.000. 20.000. Okay, was Mut, das Mut. Ah, ich habe ein Gefühl. Tenchi wollte dich raiden, weiß aber nicht, wie es geht. Tenchi, Alter, dein Ernst. Rum ist wichtig, wie in Factorio. Ja, Geld ist auch wichtig. Überall. Na ja, komm, wir gönnen uns noch die Kraftstofftank hier. Den gönnen wir uns noch. Aber dann ist Ende. Den Rest, jetzt stehen die nur rum und kosten. Ja, ist doch egal. Maximal ein Tag. Bis dahin ist doch alles aufgebaut. Da müssen wir jetzt durch. Da müssen wir jetzt durch. Gut, ich würde sagen, wir machen erstmal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir weiter einkaufen gehen. Wahrscheinlich dann drüben im Laden. Und dann geht's weiter. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Und tschüss.